Ah, herrlich, dieses Meer. Ein neuer Tag, ein neuer Morgen. Neues Spiel, neues Glück. So, wir packen den Heizball ein. Und 64 Grad ist ein bisschen warm, ne? Bleiben wir mal lieber bei der Fackel. Dann sind es nur noch 35 Grad. So, wir müssen irgendwie da hoch. Letzte Folge war ja ein einziger Irrlauf. Ich schwimme mal hier außen rum. Ich muss irgendwie da zurückkommen. Vielleicht können wir auch hier ein Stück laufen. Dann geht es ein bisschen flotter. Ich hoffe mal, dass wir hier außen vorbeilaufen können. Wenigstens zum Teil. Na, hier werden wir wohl schwimmen müssen. Aber wir müssen komplett zurück. Wir müssen komplett zurück. Man darf von da oben nicht runter. Wir müssen den Pfad entlang und dann oben in diese Höhle reingehen. Ich hoffe nur, wir kommen hier irgendwie gleich wieder auf die Insel drauf, wenn wir hier rum sind. Ja, und es gab zu dem Livestream von Solos Project. Mein Gott, ich bin gerade von der Arbeit heimgekommen. Ich bin noch gar nicht richtig im Game. Bin noch gar nicht richtig zu Hause und schon wieder am Spielen. Zum Livestream von The Solos Project. Der war ja Anfang Februar und dann nochmal Anfang März. Da kam der Release-Kandidat raus, der Early Access, und dann das erste Content-Update kam Anfang März. Da habe ich das Spiel ja live gestreamt und auch auf YouTube hochgeladen, und dazu gab es schon mehrere Fragen, ob ich das irgendwann mal fertig spiele, und habe dann gesagt, ja, ich bin ja dran hier, ne? Und wurde auch schon gefragt, wegen wie man diesen einen Türmechanismus eventuell knacken kann, den ich ja auch nicht geschafft habe. Das ist irgendwo relativ am Anfang in der ersten Höhle. Ja, das hier also der komplette Walkthrough jetzt durch The Solos Project. Das hier sieht so aus, als käme man hier hoch. Nee, ich probiere es gar nicht. Ich probiere es gar nicht erst. Wir schwimmen hier weiter. Wir machen heute Seepferdchen. Einmal um die Insel rumschwimmen und einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser hochholen. Das schaffen wir. ja. Also so viel zu den Livestreams von The Solos Project. Und da kommt noch was nach, habe ich gehört, zu The Solos Project. Also ist ja das hier jetzt die Vollversion. Komplettes Spiel. Und es wird, naja, es ist nichts Offizielles oder so, aber es wird gemunkelt, dass es irgendwie weitergehen soll in dem Spiel oder so. Ich werde mich da mal versuchen, ein bisschen schlau zu machen. Habe ja auch einen Draht zu den Entwicklern. Also nicht jetzt so, dass ich mit denen per Du bin, aber schon ein paar Mal hin und her gemailt. Und vielleicht kann ich da ja was rauskriegen. Mal ausprobieren. So, hier ist irgendwie ziemlich kacke gerade. Oh. Einmal Steam Overlay bitte. Zwei Grad. Ja, das reicht ja. Solange es nicht gefroren ist, können wir noch schwimmen, ne? Aber wir frieren uns ganz schön den Ast ab. 36,9 Grad Körpertemperatur. Naja, geht ja noch, ne? So, ich hoffe nur, wir kommen hier gleich raus. Aus der Nummer. Ich hoffe nur, wir kommen hier raus. Schon 4 Minuten am Schwimmen. Mein Gott. Seepferdchen schon dreimal gemacht. Wir haben eine ganze Seepferdchen-Bande, können wir uns auf die Badehose nähen später. Für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen, das ist so ein Schwimmabzeichen. Das erste Schwimmabzeichen, das man machen kann. Da muss man 25 Meter weit schwimmen und einen Gegenstand aus schultertiefem Wasser hochholen. Das hat meine Tochter damals gemacht, Seepferdchen. Da sind die Kinder immer ganz stolz. So, da waren wir doch schon mal, oder? Da waren wir doch schon mal. Da bei dem Leuchtfeuer. Oder sehe ich das jetzt falsch? Wenn wir schon mal hier sind, da ist auch ein Leuchtfeuer. Ach Gott. Wenn wir schon mal hier sind, können wir ja mal kurz hier zu dem Wrack gehen. Er ist, glaube ich, jetzt nicht. Warte mal. Ach du Scheiße, wir waren da hier schon.
Ach du Kacke. Blöde Ding da oben ist immer noch am Rumbrüllen. Wie kommen wir denn hier wieder raus aus dem... Wie kommen wir wieder da hoch? Mensch, Skinner. Hier waren wir doch schon mal. Oder sehe ich das jetzt falsch? Wir waren doch schon mal hier. Lass mal da rüber gehen hier. So, was haben wir denn hier für Seiten? Fredericks Tagebuch. Heute kam unser Rad mit schlechten Nachrichten. Wir hatten gehofft, dass Eutimio die hochauflösenden Scans zur Erden senden würden, damit die KI-Software diese analysiert. Ja, das haben wir alles schon gelesen. Verdammte Axt! Medikit. Kann ich gebrauchen. Ach du Scheiße. Wir waren hier schon. Okay, das heißt, ich brauche schon mal nicht hier rumzuschwimmen. Weil da kommt man nicht hoch. Wir müssen hier zurück. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das wird eine Nummer, das hier. Hey, hey, hey. Aber nun gut. Kann man nicht ändern. Ist halt so im Let's Play. Warum soll ich es rausschneiden? Shit happens. Müssen wir halt nochmal hier lang. Mensch, Skinner, was ist denn hier mit den Säulen? Hier um der Front vorbei an dem Mist. Ich finde das immer blöd, wenn die Leute sowas rausschneiden im Let's Play. Ist meine Meinung dazu, weil es gehört halt nun mal dazu, ist halt nun mal passiert. Warum soll man es dann nicht drin lassen, ne? Sollte halt nach Möglichkeit nicht nochmal passieren, ne? Wo ist da oben irgendwas? Oben glitzert so. Wollen wir mal schnell dahin? Komm, wir holen mal den Teleporter und schauen mal, was da oben ist. Was liegt denn hier noch? Das haben wir schon gelesen. Ist mit den hochauflösenden Scans. Achso, brauchen wir gar nicht hier zu porten. Kommen wir auch so hin. Was ist das? Ach, das ist nur so ein Kristall. So. Okay, wir kamen von da. So, bevor ich jetzt hier wieder außen rum schwimme, versuche ich mal mein Glück, wenn ich hier durchgehe. Da hoch müssen wir irgendwie, auf diese blöde Brücke. Vielleicht hier? Ne, da vorne geht's hoch. Das ist scheinbar tatsächlich der einzige Weg nach oben. Das kann doch echt nicht sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein hier. Vielleicht hat ja jemand von euch schon mal einen anderen Weg gefunden. So. Mein Gott. Was eine Strecke. So. Und jetzt, weil wir so schön zurückgerannt sind, alles nochmal in die andere Richtung. Lieber Jones. Aber diesmal bitte ohne, dass du auf Abwege gehst. Und mich hat auch schon jemand mal irgendwann letztens, hat mir einer einen Kommentar geschrieben. Und hat nur geschrieben, so wie du durch das Spiel rennst, brauchst du 10 Jahre für das Game. Also... Vielleicht mal für diejenigen, die das da jetzt nicht so genau mit auskennen. Jetzt im Moment, das hier ist für den kompletten Walkthrough das Let's Play Nummer 31. Und das ist das Ergebnis von 2 Tagen. Also ich mache 31 Let's Plays in 2 Tagen. Komplett. Bei mir ist alles on take. Ich drücke Record, ich drücke Stop und bin fertig. Ich kann sofort hochladen. Und das hier jetzt Folge 31 innerhalb von 48 Stunden. Deswegen, mich hat auch schon mal jemand angesprochen, der Francesco, der postet auch immer fleißig Kommentare. Seid mir nicht böse, wenn ich das nicht im nächsten Let's Play irgendwie anders machen kann, weil das ist alles schon fertig. Ich bin, wenn ihr die Folge auf YouTube seht,
das Let's Play Nummer 1, dann bin ich meistens schon mit dem ganzen Spiel durch. Das ist halt so. So, also ganz egal, ob es jetzt irgendwie 30 Let's Plays sind oder ob es nur 1 ist. So, warte mal, wir müssen glaube ich rechts rum. Ich will nur mal ganz kurz hier schauen. Ach, guck mal, hier hätte man auch können. Hoch. Okay, das muss ich mir merken. Also hier, wo diese zwei Wrackteile liegen, kann ich im Notfall hier hoch. Alles klar. Hops, hops, hops. So. So. Und dann können wir auch hier, können wir dann speichern. Jetzt weiß ich nur nicht mehr, wir sind beim letzten Mal hier links gegangen. So. Da kann man nämlich hier links geht es nämlich durch. So. Und dann hatten wir hier irgendwas gefunden. Ich will mir das nur angucken. Ich gehe gleich wieder zurück. Versprochen. Ich werde nicht hier runterstürzen. Hier irgendwo lag ja was. Ob ich das richtig im Kopf habe. Hier, da unten lag irgendwas. Und dann bin ich da weitergegangen, weil ich dachte, man käme da rum. Das war der große Fehler. Das hätten wir besser nicht gemacht. Also von daher gehen wir jetzt hier wieder schön brav zurück. So. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. So, da bin ich mal gespannt, was uns hier erwartet. Höhen der Schwingung 3. Meilenstein 3 von 5. So. Könnt ihr mal die Taschenlampe rausnehmen. Obwohl wir draußen sind, ist es hier stockduster. Die Pyramide. 1 von 1. Wir nehmen die Fackel. Fackel ist auch gut. Die macht auch schön hell. So. Hier sollten wir nach Möglichkeit nicht runter oder fallen. Nicht runtergehen und auch nicht runterfallen. So. Was haben wir denn hier? Nee, ist eine kacke Idee, Jones. Lass es sein. Oh, schon wieder ein Meteorsturm. Mal, wir stellen uns mal hier unter und gucken uns das Schauspiel an. Geil. Kann ich ein paar Fotos machen. Fotos sind immer super. Ich kann ein Stück Schokolade essen bei der Gelegenheit. Mmh, lecker. So, Spiel vorbei. Wir müssen bestimmt in das Ding da rein, ne? In die Windmühle. So. Hops, 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 hops. Hier mal hochgehopst. Ist aber auch ein Riesending, das da. Unglaublich, ey. Ist hier irgendwas? Hier geht's nur steil bergab. Ach du Scheiße. Ach du Kacke. Da unten, waren wir da unten schon mal? Kann mich gar nicht dran erinnern. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. So, hier hoch. Ist aber weit hier. Ne, eins frage ich mich ja, gell? Guck mal, die bauen so ein Riesenteil. Die gewinnen ihre Energie aus Blitzschlägen. Die können, weiß der Geier, was für komische schwarze Wolken erfinden mit Spitzen drin und irgendwelche schwebenden Kugeln und allen Mist. Die können sogar ein Raumschiff abballern. Aber ein Aufzug, das können sie nicht. Stattdessen gibt es 10 Millionen Treppen. Das ist genauso wie auf der Erde. Wir können auch allen Scheiß erfinden. Wir können auch sogar auf den Mond fliegen, ne? Aber ein Computer, der nicht abstürzt, den gibt es nicht.
Ja. Ne? Noch Fragen? So, was ist denn das jetzt für eine Brücke? Sind wir die auch entlang gekommen? Ach ja, da hinten sind diese zwei Kreuze. Das hier ist dieser Prozessionsweg gewesen oder so. Geht das jetzt hier wieder runter? So, willst du mich hier veräppeln? Ich dachte, wir kommen mal irgendwann in das Ding da rein. Ey, oh. Verlassener Traum 3 von 3. Bei der Fertigstellung der großen Flügel kam Kur, um uns zu finden. Er erzählte uns von dem Horror, den die Himmelwesen verursacht hatten. Utuku und seine Fanatiker verteidigen den Untergrund vor denen, die an ihnen zweifeln. Sie haben uns verlassen. Werden wir so unser Ende treffen? Das ist eine sehr gute Frage. Wir so unser Ende treffen werden? So, warte mal, was ist denn das hier? Ui, 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 ui. Da ist doch eine Plattform. Komm ich da? Meint ihr, da ist was? Komm ich da rüber mit dem Teleporter? Ja, aber den hier hinzuschießen wird schwer. Das lasse ich lieber. So. Also, hier hoch. Ach, guck mal hier. Geht auch einfacher, ne? Ich glaube, da sind wir rausgekommen, ne? Aus dem Ding. Kann das sein? Aus dem Kasten da. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Oh, Schlafmangel. Wir müssen gleich mal eine Runde pennen. Schauen wir mal. Da oben ist eine Säule. Ich hoffe, da gibt es die vierte Götzenstatue, die wir finden sollen. Ich glaube, das war doch... Finde die vierte Götzenstatue, genau. Entfernung zum Ziel 0 Meter, das klingt gut. Ich würde ja mal gerne hier hochgehen. Schauen, was es hier gibt. Ob hier irgendwas ist oder so. Relikt oder sowas. Ne, hier ist nix. So, da oben ist ein Turm, da könnte die Statue liegen. Aber man muss ja hier immer alles dreimal absuchen, um genau zu wissen, dass hier nicht noch irgendwo was versteckt ist. Your survival is of paramount importance to the continued existence of mankind. Ja, hast ja recht, Wilson. Hast ja recht. Nur wir nähern uns dem schreienden Ungetüm. Höhen der Schwingung 4. Sehr schön. Ich will gar nicht wissen, was das ist, aber wir können hier mal speichern. Das ist sehr gut. So. Jetzt müsste doch die Statue, die müsste doch irgendwo rechts sein. Kommen wir da vielleicht hier irgendwie hoch? Sieht nicht so aus, ne? Gehen wir mal weiter. Irgendwie werden wir das Ding schon finden. Oh, oh, gib mir das volle Licht. Gib mir das volle Licht. Cooler Screenshot übrigens. So. Der Prozess 6 von 12. Die Öffnung des Balls muss die Himmelwesen alarmiert haben. Sie erschienen umgehend. Vielleicht hatten sie die ganze Zeit über Kenntnis davon. Nur einige wenige wurden vor ihrem unheimlichen Schicksal verschont. Und ihre Untreue ruht tief. Gegoni wirkte eher enttäuscht als zornerfüllt.
So. Ich glaube, Kaguni hängt noch hier am Kreuz, ne? Kann das sein? Dreht aber ausnahmsweise mal nicht den Kopf. Ach ne, kommt ein Gewitter. Da donnert es schon wieder überall. Bitte kein Wirbelsturm. Der Prozess 8 von 12. Ach, und hier sind die eingesperrt. Kegoni kündigte ihren Scharfrichter an. Diejenigen, die das leere Land begehren, werden auf direktem Weg dorthin gehen. Dann mit einem Stoß seines Zepters beschwor er es. Es kam herein auf behuften Füßen. Ein riesiger Dämon. Er trat hinter uns ein. Mit den Familien. Na toll. Mit den Familien. Ja, und die haben ja die ganzen Kinder im Kloster scheinbar eingesperrt, um die da zu opfern. Mein Gott. Mein Gott. Da könnte die Götzenstatue liegen. Das ist doch hier das Ding, das wir eben gesehen haben. Der Prozess 9 von 12. Ach, guckt euch das an, ey. Und haben die sich da alle in die Tiefe gestürzt. Boah, ey, es ist unglaublich. Die Story ist echt der Hammer. Der Dämon vollzog das Urteil. 43 Familien, Kinder, Paare, Großeltern, zusammen mit den übrigen verbannten Verrätern, wurden hinaus hinter die große Mühle gebracht, ins Freie, weit über den Boden. Ihre Strafe wurde von allen gehört und geachtet. Ach du Kacke, und wir müssen eine Runde pennen. So. So, hier müsste es die Götzenstatue geben. Ich hoffe mal, dass es so ist. Die anderen lagen ja auch immer hier. Da ist sie, Gott sei Dank. Finde die vierte Götzenstatue, haben wir geschafft. Sehr schön. Aktiviere die Windmühlenpumpen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt in das Ding da rein. Jetzt kommt natürlich ein Gewittersturm. Das war so klar. Und dann hat der die Kugel da benutzt oder was? Der Prozess 11 von 12. Nachdem der Prozess beendet war, tauchten die Kugeln auf. Wir wissen nicht, was sie tun. Sie schweben in unserer Nähe. Sie entgehen unserem Blick, wann immer wir uns nähern. Der Panzer des Vertrauens zwischen uns und den Himmelwesen, dem Ball, liegt zerbrochen in den Höhlen. Ihre zersprungene Energiequelle. Operator, tired. Sleep advised. Ja, wir müssen unbedingt schlafen. Ich denke mal oben an der Zielpeilung. Da ist ein Lager, da blinkt schon da. Die Mühle 2 von 2, gebaut auf Galea im 22. Jahr nach dem Exodus auf der Inselgruppe der Dämmerung. Okay. Boah, krass. Wie krass, wie krass, wie krass. Heftig. Jetzt fängt es natürlich an zu regnen. Das war so klar. So. Ach, das ist ein Stein. Okay. Na toll. So, eine Götzenstatue. Hallo. Aha. So, hier sind wir schon mal. Wo ist denn jetzt? Ach komm, wir gehen rein. Vor uns hier der Blitz. Trifft. Boah, wie krass, ey. Ey, ey, ey. Höhen der Schwingung 5. So, schauen wir mal. Hier sind es 8 Grad. Der wackelt noch. Der wackelt noch. Der lebt noch. Okay, aber es nützt nichts. Bevor wir uns dem jetzt nähern, nehme ich erstmal hier mein Heizbällchen. Boing. Und dann hauen wir uns hier 10 Stunden aufs Ohr. Wie sleep not advised. Muss ich veräppeln?
Ich muss aber schlafen. Gescheitert Wetter. Okay, dann. Oh, den gucken und. Ja, bleib du mal da hängen. Ich schlaf erstmal. Es ist zwar vielleicht ein bisschen dumm, wir lassen ihn da hängen und schlafen erstmal uns gemütlich aus, während er da oben rumhängt. Nun gut, aber so ist es nun mal. So. Sehr schön. Sleep quality good. So. Es regnet immer noch nach 9 Stunden. Boah. Was ist das hier? Säure sehen, 2 von 5. Säure sehen, 1 von 5. Der Arme. Können wir den nicht befreien? Geht nicht. Weiß nicht, ob der uns jetzt friedlich gegenübersteht oder nicht. Aber es wird schon einen Grund haben, warum er da rumhängt. Mein Gott. Okay, wir sind in der Windmühle. Guck mal hier. Versteckte Gänge hier. Ach. Sieh an, sieh an. Okay, hier kommen wir vielleicht später nochmal irgendwie raus. Gut zu wissen, dass hier schon mal irgendwelche versteckten Gänge sind. So, hauen wir hier auf. Alles leer. Ah, hier gibt's was zu essen. Sehr schön. So. Und nochmal. Und nochmal. So. Uns geht's bestens. Wir werden dick und kugelrund sein. Gibt's denn hier auch noch was zu trinken? Vielleicht hier auf der anderen Seite? Ah ja. So. Alles super. Hier gibt es auch keinen versteckten Gang oder so. Okay. Schauen wir mal. Ach, hier. Hier. Da kommt die Götzenstatue rein. Kommt, man kann man nicht hochspringen. Ich will aber erstmal hier drumherum gehen. Schauen, was es hier so gibt, wie das hier so aussieht. Und ein paar Screenshots natürlich machen. Bevor wir einfach weitergehen, erstmal gemütlich umschauen. Ah, okay. Die Windmühle, die geht irgendwie. Die hat Leitungen, die ins Erdreich gehen oder so. Aber die steht doch schon auf dem Hügel. Ah, seht ihr das? Hier gehen ja die zwei Leitungen runter. Und hier oben ist ein Strich. Das ist wahrscheinlich der Säurespiegel oder so, wie hoch der ist. Und der ist hier niedriger. Die über die Windmühle haben die irgendwie, keine Ahnung, ob das jetzt Säure ist. Vermutlich, weil steht ja auch Säure sehend da. Könnte aber auch Wasser sein oder irgendwas anderes. Okay, hier müssen wir hin. Wir sollen die Pumpen aktivieren.
Will mich aber erstmal hier umschauen. Hier geht noch eine Leiter runter. Kommt man zum Beispiel, hier kann man auch drunter gehen. Okay. Bevor ich jetzt hier alles aktiviere und sich die Räder da anfangen zu drehen, warte ich lieber noch. Kann ich im Notfall da drauf springen, ne? So. Da ist nix. So, hier geht sogar noch die Leiter runter. Schauen wir mal kurz. Was ist denn hier? Da liegt doch schon ein Artefakt drin. Okay, wir müssen durch die Tür. Das hier müsste... Ist das der Gang, der drüben war? Guck mal hier, guck mal hier. Und das hier, ich... Sind das Rohre? Ah, okay. Dachte, wenn das hier sich vielleicht bewegt, dann kommst du nämlich hier nicht mehr hin. Jetzt ist da hinten, glaube ich, aufgegangen. Gehen wir mal nochmal zurück. Vielleicht ist der Gang jetzt offen. Schauen wir doch mal. Ups. Haha. Haha. Sehr schön. So. Oh, wieso? Ach, dann halt nicht. So. Ach, guck mal, hier geht's auch noch lang. Schuhe? Wie jetzt? Wieso liegt denn hier alles voller Schuhe? Warte mal, wir gehen erstmal da gerade darüber und holen uns... Schauen wir mal, ob wir hier das Artefakt bekommen. So. Schießen wir uns mal da rein. So, sehr schön. Hier müsste das Artefakt liegen. Oder Schlüssel oder was es ist. Wieso liegen hier überall Schuhe? Verschollenes Artefakt. Inschrift der Angst. Sag mal, das ergibt doch jetzt keinen Sinn. Was haben denn... Wieso denn Schuhe? Und warum nur dieselben? Oh Mann. Ich ahne Böses. Ich ahne irgendwie Böses hier mit diesen ganzen Schuhen. Haben die vielleicht hier irgendwie... Haben die vielleicht hier die Leute verbrannt? Gibt's aber sonst nichts mehr, ne? Hier irgendwas gesehen? Ich nicht. Hm. Die Wand da vielleicht brüchig. Nö. Ist alles normal. Hier ist nichts. Okay, ja gut. Muss ja auch nicht überall was sein. Ah, schon Wahnsinn, wie viele geheime Gänge es in diesem Spiel gibt. Das ist echt... Boah, es ist so krass. Ja. Hast ja recht, Wilson. So, dann würde ich sagen, wir gehen mal hier wieder raus. Komme ich denn jetzt raus oder muss ich mich wieder durchschießen? Muss mich durchschießen. So, dann sind wir auch gleich hier raus. Gott sei Dank.